Wurstsemmen, Karlssemmen, Sparverein, Ballen, Videokassetten, CDs, T-Shirts, Leiberln und Bierkling. Damen und Herren, Schwestern und Brüdern, die überaus überbordende Sparvereinsmerkantillerie, die gutgehende Sparvereinsmerkantillerie, beehrt sich. Also besser gesagt, der Ball hat den gesamten Winter, die gesamte Winterpause dazu benutzt, die bisherigen Shows abzuschreiben. Das ist mit so einem Home-Videogerät eine Mordsarbeit. Vier zurück, was hat er gesagt, wieder zurück. Und das alles ohne Fußbedienung. Nein, es ist so nah. In München gibt es einen Verlag, der hat sich gedacht, das muss ich unbedingt machen. Und da ist ein ganzer Friedhof jetzt voll mit Leuten, die das abgeschrieben haben. Und der Palm hat es dann immer wieder geschickt gekriegt, aber die haben das natürlich alle nicht lesen können. Jetzt, aber da ist dann vier zurück, wie, was hat er gesagt und so. Und dieses ist es jetzt. Also 430 Seiten, Frukade oder Eierlikör, Gnauer Verlag und nur 125 Schilling. Und da ist wirklich akribisch. Also es ist wortwörtlich alles drinnen. Und man würde es nicht glauben, was in so einem Gespräch alles erblüht. Das meditative Nachlesen der Fernsehgespräche als ganz neue Form des Sinierens. Und das Problem ist, dass wir uns gedacht haben, wie bringt man Kontinuität zu Wege? Und da haben wir jetzt jemanden zu Gast, der vor circa 3-4 Jahren feierlich erklärt hat, er wird nicht mehr singen. Den Sigi Maron, Schriftsteller und Liedermacher. Und er hat eines Tages gesagt, so, es reicht ihm, er wird nie wieder singen. Das heißt, er hat einfach aufgehört und das ist uns sehr, sehr interessant und heldenhaft erschienen, das Aufhören. Diese Idee, also diese Sucht, so eine Suchtpersönlichkeit wie ich und das Aufhören stehen einander ja so enorm gegenüber und es ist sozusagen ein Kappen der Linie. Also so müsst ihr euch das denken. Also Damen und Herren, Schwestern und Brüdern, aus diesem Grunde haben wir den Schriftsteller und Liedermacher Sigi Maron eingeladen. Jetzt haben wir ab, ja, Sie. Ja, ich habe kein Problem damit, Herr Fettberg. Ich habe mir zur Sicherheit die Lippen mit Labella noch eingeschnitten. Man ist sich ja nie sicher, gell, was da auf einen zukommt. Ja. Was darf ich? Nein, wir müssen Bertus sein. Frukade, ist es schon durch, Herr? Ja, gern. Das mein Problem ist, allerdings, wenn ich bei solchen Veranstaltungen bin, das ist ja mit dem Brunzen. Ja. Man muss ja trotzdem, nicht? Als denke man, trinkst nichts, wartest, bist du. Kannst du mir das endlich kaufen? Frukade oder Eier? Frukade, bitte. Ach so, Moment, jetzt muss ich ja nicht mehr nach dem Robin schreien, sondern jetzt muss ich jetzt ja das selber aufmachen. Schon selber aufmachen. Ja, aber jetzt wird es. Ist es ein Telefon, das funktioniert? Ich muss halt meine Frau mal anrufen, weil ich halt schon so lange nichts von mir gehört. Bringst du es nicht auf, gell? Ich hab's wieder. Dazu geht's. Das ist gut, so komm, das passt schon. Ich hab's gern, wenn er oben ein bisschen eine Krone ist, weißt du? Jetzt lieb für die NATO, die trinkt das aus der Flasche, verstehst du? Lieber Sigi. Ja, sprich. Die Firma. Aber wenn du das jetzt auf einmal ausdenkst und du musst Lulu. Kommen wir. Lieber Robin, eine zweite Flasche. Lieber Robin, können wir noch eine zweite Frage? Also, eigentlich wollten wir ja wegen der Linie, du hast ja... Ich bin schon hier, ganz korrekt gestehe auf der Linie.
Exakt. Verstehe, ja. Danke. Ja, verstehe. Du hast folgendes Problem. Und zwar, du hast eines Tages gesagt, du singst nicht mehr. Ne? Du willst nicht mehr singen. Jetzt ist zum Beispiel die Firma Frucade, ja? Die heute wahrscheinlich 7 Köchinnen, das, also was ich wurde vor 50 Jahren gegründet, circa schätze, oder vor 40 Jahren oder was, und dass das immer gleich schmeckt. Das muss ich mir zum Beispiel, wer noch kann sich exakt erinnern, im Jahr 1953 hat die Frucade um einen Ton bitterer geschmeckt. Oder um einen, ich schwöre das. Es war nämlich so, in meiner Kindheit, ich bin aufgewachsen in der Gegend von Krems, Knechsner, das kannst. Und da hat es gegeben in Krems eine Sodawasserfabrik und dieses Sodawasser hat Kracherl erzeugt. Ja, das Kracherl war nicht zum Saufen. War so süß. Ja, ja, grauslich. Süß. Ja, zum Speien, ja, genau, ja. Was kennst du denn? Ja. Das war dieses entzückende Aluminiumkappel, was noch so... Genau, das ja. Ist... Hat so runtergeschnallt, war echt klein. Ich hab das Aluminiumkappel genannt, das mit dieser Aluminiumhülse... Hast du den man so Oberzahn hat ja. Das waren wieder später andere. Dann, ja. Später. Jahre später. Ja. Aber damals. Bist du schon so alt? Ja, freilich. Viel älter noch. Wir sind ja gleich alt, schätze ich. Ich weiß nicht. Also 52. Ich bin 52. Ja. Ja, aber wann bist du geboren? In welchem Monat? 52. Ja, schon im Jahr. Aber in welchem Monat? Oktober. Du bist ein junger Tutor gegen mich. Ich bin im Mai geboren. 52. Ja, natürlich. Nein, 44. Du redest vom Alter, redest vom Jahrgang. Du bist ja ein Jüngling gegen mich. Was? Du bist schon 52 Jahre alt? Leider sieht man das nicht. Aber die kriegen wir auch nie erwachsen. Das ist richtig. Ein Wahnsinn. Meine, aber das ist ja Wahnsinn, dieses ungemein sprühende... Sprühend? Mhm. Sprühend? Ja, nein, ich meine... Weil ich vorher nichts getrunken gehabt habe. Ja? Jetzt brich ich dann langsam zusammen, die, hast du Angst, aber nein, wenn wir hinschießen, ist nicht so arg, das mache ich normalerweise nur vom Podcast. Du bist ja einmal von der... Du bist ja einmal von der Polizei verhaftet worden, weil du hinterm Busch... Nein, bitte. Also das ist eine Verleumdung. Hinterm Busch ist ein Schmäh. Vor den Stufen, ja? Du bist eben dann in die Psychiatriekartei gekommen, weil du da vor die Stufen hinbrunst hast. Psychiatriekartei? Ah, du meinst die Geisteskrankenkartei. Aha, ja. G-Kartei, kurz. Das ist die Abkürzung, ja. G-Kartei. Wirst du uns da darüber berichten? Das ist ganz einfach, da kann ja jeder reinkommen, bratzen, nur fast 5 bratzen. Der Vorrang muss schon selber machen. Ja, und da hast du dich damit beschäftigt und bist nicht mehr dran oder kommt man da wieder raus? Oder? Nein, da kommst du überhaupt nicht mehr raus, weil das laut Verfassungsgerichtshof, wenn du mal in einer Kartei drinstehst, dann drinst du wie bei dir. Wenn du eine Kartel hast, dann ist der Kartel einfach weg. Ja. Und die Polizei sagt, dass die Polizei sagt, bitte, ich kann doch über unsere Staatsbürger Aufzeichnungen führen, was ich will. Und zu Recht. Weil da hätten sie nichts zu tun. Dann waren sie wirklich ein Einsparpotenzial. Ne? Also das heißt, du bist auch für den Lauschangriff? Na, selbstverständlich bin ich für den Lauschangriff. Ich lausche dort, ich werde daheim so ein Dings, verstehst du, da kann ich die ganze Polizei... Ah, du magst den Gegenangriff? Selbstverständlich, deswegen bin ich... Also das war ja gegen den Lauschangriff, und nicht für den Lauschangriff. Ach so. Aha. Also ich natürlich bin da so mehr Narzisst. Und denkt man, also mir sind es ruhig zu, also in der Frage bin ich merkwürdig unengagiert. Das heißt, es wendet mich sozusagen. Also sagen wir, zum Beispiel, wenn man armen Leuten was wegnimmt, weil man sich denkt, es gibt mehr Arme und wenn man viel Geld zusammen will, dann muss man das viel immer wegnehmen. Bei den Armen, ist ganz logisch. Ne? Da bin ich irgendwie merkwürdigerweise mehr dagegen, als wie wenn sie sagen, sie wollen einen Rasterangriff und sowas machen. Das lässt mich irgendwie kalt. Ja, ein Raster, ich meine. Raster ist ja nichts anderes als ein paar Linien. Das hast du heute schon angedeutet. Das haben wir beim Thema endlich. Mhm. Und ich finde, wenn sie eine Rasterfahndung machen wollen, dann sollen sie es aber auf dem Zeichenbrettel. Da zeichnen sie einen Raster auf und schreiben eine Fettberg und dann haben sie die. Also, du meinst, die Ineffizienz des staatlichen Gesamtapparates ist in sich so eine perfekte Maschine, dass sie beschließen können, was sie wollen. Das rennt anders. Also ein Kieberer sitzt am Computer und startet hinein und spielt, was weiß ich. Da gibt es also ein Kartenspiel und dann Minesweeper und so ein Schaf. Aber... Schüttelpatienten und sowas da. Das ist dann, man sagt, das Rasterphantom. Ne? Aber irgendwie müssen sie ja rechtfertigen, dass sie dort sitzen und da Geld kassieren.
So, ich danke dir sehr. Ja, darf ich das noch schnell antanken? Natürlich. Und ich habe nämlich, das wollte ich noch sagen, der Bill Haley und der James Dean, dann kamen sie alle auf die Idee. Das ist das beste alkoholfreie Getränk, ja, was es gibt, muss ich sagen. Ehrlich. Da, siehst du, ja, ich bin auch. Das war auch der Grund, warum mich der Palm überreden hat, keiner zu dir zu kommen. Dass du zwei Flokade kriegst. Na, aber vielleicht kann man da ein paar mit haben gehen. Den nehme ich eher, ich brauche keine Angst haben. Du, jetzt kommt das Foto. Foto, ich stehe auf Fotos. Dass ich echt Kamerageil bin. Also nein, nicht die Kamera. Das glaube ich nicht. Fotokamera. Ja? Ich sehe Kamera und kriege solche Augen. So, darf ich vielleicht näher zu dir? Oh. Näher mein Fettberg zu dir? Nee. Vielleicht dieses hier so? Wer ist das? Schau, mein Haber kann ich da nicht aufsetzen, weil also, statistisch haben wir miteinander so unheimlich viel Haar. Also, ich danke dir sehr herzlich. Okay. Okay. Und jetzt kommen wir zum Dosenschießen. Ich war dahinter, ne? Vielleicht sollte ich noch ganz kurz erklären, dass in diesem Buch auch die Dosenschießergebnisse aller Zeiten enthalten sind. Und man muss unbedingt noch dazu sagen, es sind insgesamt 10 Dosen und noch nie hat irgendwer mehr als 8 geschossen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das ist eine Frage des Standorts. Also, eigentlich müsstest du ein bisschen weiter zurück. Ja, das sagst du. Na gut, also du bist mir Anarchist genug, na gut, dass du... Ich will nicht unfair sein, weil also, irgendwo ist ein Strich gehabt. Ja, ja, aber ich meine, sag mal, die letzte Autorität hast du. Selbstverständlich, das ist ja ganz klar. Es ist so, bei Melone kaufen greife ich auch immer so, aber das ist keine Melone. Nicht? Ich bremse mir jetzt ein, gell, dass ich nicht wegkriege durch den Schwung. Und das sind aber meine. Ja. Da wird man keine Zähne kaufen. Du bist der absolute Sieger. Du hast meine. Ja? Meine. Lieber Siegel, ich danke herzlich fürs da gewesen sein. Für mein Vergnügen. Vielen Dank. Naja, man muss natürlich wieder in Übung kommen. Und ich hoffe, dass ein bisschen sommerliche Hitze in eure Herzen eingeströmt ist. Das ist